okay. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Nein. 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 Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Sobald ich Chris finde. Sowieso, muss los. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Was zur... Hallo? Hallo? Irgendjemand hier? Hallo? Alles in Ordnung? Warten Sie hier. Ich schau mal nach. Ich sagte, halt still! Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Zurückbleiben, Ben. Nicht der! Sie mir nicht näher! Hey! Was zum Teufel? Wir müssen raus hier.
alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Geh schon weiter!
Ich treffe dich bei der Station. Darf nicht anhalten. Muss in Bewegung bleiben. Schon, Chris. Wo steckst du? Mist. Drin sind sie auch. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus und steht hier drin. Schickt Verstärkung aus Korridor! Ich sollte ihm helfen. Toll. Wo bist du? Konzentration, Claire. Konzentration. Aufmachen! Schnell! Aufmachen! Mach die verdammte Tür auf! Ich bin hier! Die Tür aufmachen! Aufmachen! Aufmachen, bitte! Hier, geben Sie mir die Hand! Hilfe! Festhalten! Geben Sie mir die andere Hand! Tut mir so leid. Oh Gott. Alles klar? Ja. Du bist sicher. Vorerst. Marvin Brenner. Danke. Du wurdest wohl gut ausgebildet. Ja. Ich weiß, wie man auf sich aufpasst. Komm her. Also, niemand kennt die Ursache? Es gibt viele Theorien. Aber ich weiß nur sicher, dass es hier vor Zombies wimmelt. Ja, was sie nicht sagen. Hey, lass das an. Nur für den Fall. Ich werde nicht lang bleiben. Wenn ich Chris finde, sind wir hier raus. Du bist wirklich Chris' Schwester? Ja. Wieso? Haben Sie was gefunden? Er ist verreist. Europa, denke ich. Vor Wochen schon weg. Verreist? Das ist großartig. Ich habe noch mehr für dich. Anscheinend gibt's einen Weg raus durch diesen Geheimgang hier. Gut. Hey. Sie sollten schnell ins Krankenhaus. Oh nein, vergiss mich. Ich kümmere mich um mich selbst. Nein, das machen Sie nicht. Sie brauchen dringend Hilfe. Hör zu, Claire. Rette dich selbst, damit du deinen Bruder wieder siehst. Hier,
Du brauchst das sicher. Nein, ich nehme das nicht. Sie werden das. Und pass gut auf. Wenn du eins von den Dingern siehst, wer immer es auch war, darfst du nicht zögern. Schalt es aus, wenn du kannst. Oder renn. Auf dem Weg. Da bist du ja. Komm her. Was ist los? Siehst du das? Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja, das ist Leon. Kennedy oder so. Ach, der Neue kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch, Ostseite. Okay, danke, bin unterwegs. Hey! Claire? Leon? Ich bin gleich da! Leon, wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber, wie aus dem Nichts? Ja, bestens. Du hast wohl auch keinen Schlüssel. Nein, leider nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Ich halte irgendwie durch. Höllische Nacht, was? Ja. Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Er ist... Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Leon, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich. Bring dich einfach in Sicherheit. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich durch den Zaun. Bitte, geh schon. Wir schaffen das. Beide. Hey, Marvin, das ist übel. Hier sind überall Zombies. Marvin? Marvin, sind Sie da? Marvin? Gott, das darf nicht wahr sein. Geht's wohl unter die Erde. Gut, wir können raus aus dem Loch hier. Hey Marvin, aufwachen! Da ist ein Weg raus! Marvin, kommen Sie. Holen wir Sie hier raus. Los!
Alles okay? Oh, nein, ich gehe nur. Rette dich selbst. Kommen Sie, das ist übel. Sie müssen bitte dringend Claire. Ins Krankenhaus. Wir beide wissen, wie das ausgeht. Verschwinde aus der Stadt. Ich lasse Sie nicht einfach hier. Claire, bitte, geh. Tu es für mich. Okay. Hey, Marvin. Danke. Hallo? Hey! Ist okay. Ich tue dir nichts, versprochen. Kann ich dir helfen? Hier, nimm doch meine Hand. Du brauchst Hilfe. Tut mir leid, ich kann dich nicht verstehen. Du brauchst Hilfe. Wieso? Hinter dir. Was? Oh mein Gott. Das glaube ich einfach nicht. Diesen Freak lässt sich. Das brennt! Er muss erledigt werden. Hey, Kleiner, es ist vorbei. Alles okay. Ganz sicher? Ja, versprochen. Alles ist gut. Du musst nur die Leiter für mich runterlassen. Suchst du mit mir meine Mom? Deine Mom ist hier unten? Ich denke schon. Ich hoffe es. Ja. Na klar. Ich helfe dir. Er bewegt sich nicht. Also, wie ist deine Mom so? Sie arbeitet bei Umbrella. Sie arbeitet an einer richtigen neuen Arznei. Umbrella, das riesige Pharmaunternehmen? Mom arbeitet ständig. Ich sehe sie nicht so oft. Hoffentlich siehst du sie schon bald wieder. Wow. Meine Eltern sind beide nicht mehr da. Hab nur noch meinen Bruder. Oh, tut mir leid.
tut mir leid. Brauchst du nicht. Das bedeutet, wir haben was gemeinsam und... Ist doch was Gutes, nicht? Verdammt. Geht nicht ohne Karte. Komm schon. Hilf doch mal. Und es geht sicher hier lang? So bin ich mit Mom letztes Mal gegangen. Sherry? Ich habe überall nach dir gesucht, Sherry. Tapfere Kleine, gehst einfach raus inmitten von diesem Chaos. Auf den Boden, Hände hinter den Kopf. Das meinen Sie nicht ernst? Auf den Boden, jetzt. Sherry, fessel Ihre Hände. Wieso tun Sie Sei das? Sei still. Tu es. Okay, dann du gehorchst mir jetzt oder sie ist tot. Was soll dieser Mist? Kindswohlgefährdung fürs Erste. Sherry, komm her. Was wollen Sie mit ihr? Geht dich überhaupt nichts an. Wenn Sie ihr wehtun, ich schwöre, ich hole meinen Bruder von Stars und wir... Sherry, hierher, sag ich. Wie heißt du? Wie heißt du, verdammt? Claire! Sherry... Du kommst jetzt mit mir oder sagst dir wohl zu Claire. Okay, okay, ich gehe. Sie bringen mich besser zu meiner Mom. Natürlich. Hör nicht auf ihn. Er lügt dich an. Stopp, hören Sie auf, bitte. Du erklärst mir nicht meinen Job. Stopp, lass mich los. Lass mich los. Offensichtlich müssen wir dir erst manieren, Albert. Oh ja, das wird... Lass mich los. Du Arschloch! Sei vorsichtig, Sherry. Okay. Erst die Karte. Und dann bekommt das Arschloch, was er verdient. Klappt.
Hallo? Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwöre Sie, Miss Kay, wenn Sie ihr wehtun. Dumme Göre. Hättest du das blöde Ding nicht fallen lassen, könntest du gehen. Keine Sorge, Sherry. Das ist alles bald vorbei. Irgendwo muss es hier rausgehen. Wo willst du hin, Sherry? Du solltest doch da bleiben. Du musst lernen, zuzuhören. Lassen Sie mich! Nur bitte! Muss dir Manieren beibringen. Du kleines Mistchen! Dafür wirst du bezahlen! Ah, du kleine Kröte! Bereuen, verdammt! Geh weg! Hilfe! Irgendjemand, bitte! Du dummes Miststück, das ist eine Sackgasse! Muss mich verstecken! Das war's jetzt aber! Die Tür ist zu! Wo bist du? Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin! Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich! Chance, verdammt! Zeig dich! Sofort! Ah, Scheiße! Das brennt! Ist aus.
dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wovon reden Sie da? Verplemper nicht meine Zeit! Bring mir den Anhänger, oder Sherry ist tot. Den Anhänger? Was wollen Sie damit? Willst du sie tot sehen? Na schön. Wo sind sie? Das Waisenhaus. Das Waisenhaus? Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwör Sie, Miss Tell, wenn Sie ihr wehtun! Ist das dein Ernst? Verdammt! Warte nur, Arschloch! Das muss das Waisenhaus sein. Okay. Halte durch, Sherry. Deine Schuld! Zu trödelig! Was ist passiert? Oh Gott! Verdammt, William! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Sherry, komm schon! Wach auf! Wach auf! Öffne die Augen. Halt still. Nicht infiziert. Was zur... Sherry? Wo ist Sherry? Sherry. Sherry geht's gut. Sie kennen Sherry? War ein beeindruckender Kraftakt. Was ist mit ihr? Wir müssen die Lage einschätzen. Wer sind Sie? Ich bin Claire. War nicht vorherzusehen. Sagen Sie mir, wo ist sie? Hallo? Was? Oh, Annette. Sag mir, was ist mit William? Ich weiß nicht. Wer ist das? Die Kreatur, die das hier verursacht hat. Was? Helfen Sie mir, Sherry zu finden? Scheint sich viel schneller zu entwickeln als erwartet. Wo gehen Sie hin? Hör zu! Für Fragespielchen habe ich keine Zeit. Alles ist unter Kontrolle. Ich muss Sherry finden. Meine Tochter geht dich nichts an! Wo ist Sherry hin? Sherry ist Ihre Tochter? Immer. Sherry? Warum bist du nicht im Haus geblieben? Da warst du sicher.
Sherry! Ich hatte Angst. Diese Dinger waren überall und... Bei sowas rufst du die Polizei. Das hatten wir dir gesagt. Hab ich, aber es kam niemand. Und du hast nicht abgehoben, also... Sherry, ich kann jetzt wirklich nicht. Oh nein. Sherry! Sherry, ich komme! Halte durch, Sherry. Bin gleich da. Dass ich das gesehen habe. Scheiße! Hätte wissen sollen, wie stirbt. So leid, Sherry. Das dauert alles ewig. Sherry? Mommy ist hier. Sherry? Sherry, hörst du mich? Oh nein. Sherry? Claire? Alles okay? Was tust du da? Ich will dir helfen. Sherry bekam's implantiert. Ist nicht mehr zu retten. Ich hoffe, sie verarschen mich. Sie sind ihre Mutter, also rein hier! Du verstehst das nicht! William ist da draußen und wenn ich ihn nicht stoppe... Dieses Gespräch ist vorbei! Warte! Warte! Ich kann etwas tun. In meinem Labor. Es ist nicht weit. Mami? Es ist nicht genug Zeit. Millionen Leben sind in Gefahr. Sherry? Mami liebt dich, Süße. Leb wohl. Ich hoffe, die verarscht mich. Sherry, keine Sorge. Ich hol dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist. Danke, Claire. Einfach durch, Sherry, okay? Dir geht's bald wieder gut. Okay, sollte alles überprüfen. Es gibt kein Zurück.
Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Von meinem Bruder. Weißt du, sie soll mir Glück bringen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Soll das ein Witz sein? Du kamst doch super klar ohne mich, bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte. Ich hab was von dir. Ich will das nicht. Wirklich? Wieso nicht? Ist so hübsch. Von meiner Mom. Zum Geburtstag letztes Jahr. Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist. Ich weiß, es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber... Hey, Sherry, komm her. Haltet durch, okay? Nest wird in Kürze erreicht. Ist okay. Ich hab dich. Komm schon. Ich bring dir ein Heilmittel. Halt einfach durch, Sherry. Ist okay. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Okay. Hier ist gut. Okay. Was jetzt? Irgendwas muss doch hier sein. Antivirales Agens. Das ist es. Das muss es sein. Hey. Hey, Sherry. Ich muss gehen. Du bleibst genau hier, okay? Ich bin bald zurück. Versprochen. Thema Unkrautbefall. Warnung! Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen.
T-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk! Ich gebe Ihnen gar nichts! Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn Leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Sieh mal an. Okay. Oh ja. Hab dich. Gott sei Dank. Das Antivirus. Ich muss zurück zu Sherry. War mal mein Mann. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht, wieso. Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten Sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie! Ich mach das! Tut mir leid, William. Sherry. Du weißt nicht, womit du es zu tun hast. Ich habe eine verdammt gute Ahnung. Was du auch tust, hör nicht auf, bis es vorbei ist. Hör sie zu. Das endet jetzt. Thank you.
wusste, du schaffst es. Meine Mom braucht Hilfe. Annette? Sherry. Wie geht's dir? Okay. Aber du siehst nicht so gut aus. Mami? Hey, ich muss den Bildschirm sehen. Gott sei Dank. Also wird Sherry gut gehen? Sie wird eine Weile geschwächt sein. Ja. Sie ist frei vom G-Virus. Hörst du das? Was ist dir passiert? Sie wurde angegriffen von... Sorg dich nicht um mich. Bringt meine Tochter in Sicherheit. Tut mir leid, Sherry. Das alles. Wichtig ist jetzt nur, dass du lebst. Wir können sie nicht hier lassen. Du hast recht, das nicht. Achtung! Unautorisierte Entfernung eines Level-4-Virus erkannt. Was bedeutet das? Ist der Selbstzerstörungscode? Falls das G-Virus das Gebäude verlässt. Ja. Bitte. Halte meine Tochter. Nein! Sherry. Sherry, wir müssen deiner Mom Leb wohl sagen. Komm, bitte sag Leb wohl. Bitte, Sherry. Hör zu. Sie hat dich geliebt. Wir müssen wirklich gehen. Komm schon. Du hast recht mit der Jacke. Ich hab Glück, dass du da bist. Hör zu, wir können später drüber reden. Wir müssen schnell machen. Komm schon. Sherry? Kannst du schneller laufen? Ja. Ich will dich nicht hetzen, aber wir müssen los. Selbstzerstörungssequenz startet nach Abschluss der Abriegelung. Achtung! Achtung! Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Nutzen Sie den zentralen Fahrstuhl zur unverzüglichen Evakuierung zum Bahnsteig im Tiefgeschoss. Lass uns schnell hier abhauen. Nutzen Sie den zentralen Fahrstuhl zur unverzüglichen Evakuierung zum Bahnsteig im Tiefgeschoss. Achtung! Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Nutzen Sie den zentralen Fahrstuhl zur unverzüglichen Evakuierung zum Bahnsteig im Tiefgeschoss. Dass du so nett zu mir bist. Dass du mir hilfst. Bin so froh, dich getroffen zu haben. Bin auch froh, dich getroffen zu haben, Sherry. Aber spar dir den Dank, bis ich dich hier rausbekommen habe. Natürlich ist das Mistteil verschlossen. Warte! Sherry, was machst du? Ich glaube, ich kann sie von der anderen Seite öffnen. Mann, verdammt mieses Teil! Ist zur Detonation.
Was machst du? Ich muss diesen Zug in Gang bringen. Du rührst dich nicht vom Fleck, okay? Okay. Ich bleib hier, ich versprech's. Gut. Sei vorsichtig. Immer. Okay, funktioniert. Claire! Was? Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör zu, du musst hier raus. Schnell! Ich weiß, keinen Weg raus. Ich denke, wir können es alle schaffen. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Kümmere dich nicht um mich. Verschwinde von hier. Leon. Leon. Mist. Hier raus. Also, was willst du als erstes tun, wenn wir hier raus sind? Ich will sehen, wo du wohnst. Gut. Denn ich brauch dringend eine Dusche. Ja. Wirklich? So übel. Oh, ja. Claire! Leon! Ist so gut, dich zu sehen. Hab doch gesagt, wir schaffen's, oder? Hast du.